Mahlzeit, Freunde der gepflegten Outdoor-Unterhaltung und Angelfischerei. Ich bin der Adventure Fox und ich begrüße euch von meinem Angelbike hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute fahre ich dahin, wo alles angefangen hat. Ich fahre jetzt gerade an einen kleinen Teich, wo ich als Jugendlicher vor 10, 11, 12, 13 Jahren, wo ich als Jugendlicher schon angefangen habe mit Angeln. Ja, nicht ganz so legal mit meinen Schulfreunden, aber ja, hier waren wir angeln und hier gibt es gute Fische drin. Ihr seht schon unten im Titel, heute geht es auf Hecht, auf was sonst. Wir haben heute angenehme 0 Grad Celsius. Also beste Voraussetzung, ja, es ist Winter. Die Hechte, die fressen sich jetzt alle nochmal schön fett und mein Gott, ich war ja schon jahrelang nicht mehr. Hier drüben stand mal so ein Seilgerüst, die Spinne war das. Ja, mal gucken, wo uns das Ganze jetzt noch hinführt. Muss mir jetzt selbst auch erstmal einen Überblick machen, weil wie gesagt, ich war ja jetzt schon mindestens 12 Jahre nicht mehr. Ich bin allgemein kaum hier in dieser Ecke, weil das hier ist eine Ecke, da willst du einfach nachts nicht mehr alleine rumfahren. Gerade jetzt nicht mit dem E-Bike oder so. Ja, ich mache mir kurz mal ein Bild und dann schauen wir mal weiter. Ich habe heute der Hechtrute mit. Ein paar Wobbler habe ich mit. Swimbaits habe ich mit. Ja, Leute, ich melde mich dann, wenn wir am Platz sind. So, Leute, gefischt wird heute wieder mit einem Swimbait von Westin. Wenn ich mich jetzt nicht wieder selbst hake. Ja, ganz normale Montage. Ja, ca. 20 cm Titan, 2,50 m Fluoro. Und ja, ich würde sagen, wir versenken den Kleinen jetzt mal hier drin. Das ist einfach nur geil, wie das Ding hier läuft. Ja, ganz wichtig, gerade jetzt im Winter, ist, dass man seine Köder ganz langsam einholt. Weil die Fische, die fahren jetzt gerade auch im Winter ihren Stoffwechsel so ein bisschen runter und sind halt eher so ein bisschen lahmarschiger, sage ich jetzt mal. Na, bis jetzt noch kein Nachläufer. Jetzt mal in Richtung Brücke. Hat das nämlich auch ein bisschen Gehölz drin. Obwohl der Baum hier rechts sieht auch sehr verlockend aus. Ich glaube, wir fahren jetzt gleich mal gegen den Uhrzeigersinn um den Tümpel hier drum. Ach, Leute, Fisch. Ein bisschen Bremse. Oh, Leute, das ist ein Hecht. Oh, das ist ein Hecht, Leute. Oh, oh, ein richtig guter. Jawohl, cool. Mein Gott, der wird nicht müde. Oh ja, wenn sie den einmal rausziehen würden aus der Tasche.
nicht in der Äste, Kumpel. Komm her. Okay, langsam. Ich darf mal müde werden. Ja. Der hat noch sehr viel Energie, der Bursche. Oh, der ist aber schön. Das ist ein echt guter. Und was ist das für einer? Das ist ein echt. Oh. Der ist doch bestimmt 80, wa? Ja. Hm. Der wird auf jeden Fall gleich mal gemessen. Also auf jeden Fall. Ja, geht schon. Das ist auf jeden Fall was für eine Pfanne. Na komm her, Kumpel. So Leute, hier kommt jetzt einmal der prima Hecht. Reif mit dir mal kurz, den Kollegen. Und dann zeige ich ihn euch mal. Guckt euch diesen Brecher an. Ja Leute, 85 cm Hecht. Jo Leute, und hiermit endet auch das kurze Video. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt noch ein, zwei Hechte zeigen. Ein, zwei tolle, aber ja Leute, es lässt sich leider nicht ändern. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, teilt das Video gern und ja Leute, das wird nicht die letzte Raubfisch-Session dieses Jahr werden. Also ja, bald wird es wieder ein bisschen windstiller, da geht es wieder mit dem Bellyboot raus. Ja, dicke Klamotten an und dann geht es wieder auf den See. Ja Leute, ich sag da mal tschüss, bis zum nächsten Video.